Ja, zu Zeiten von Sigi Sommer gab es das noch nicht. Jetzt wieder ein ganz großer Laden, den es schon sehr, sehr lange gibt, den eigentlich jeder Münchner kennt, muss schließen. Das Gebäude wurde verkauft und einer der Großinvestoren, Banker, hat hier wieder mal zugegriffen. Natürlich vermutlich wieder mit Zuschüssen. Das wissen wir noch nicht, wir haben aber rausbekommen. Es ist sehr, sehr schade. Also Kurt Bullinger hat bis zu 70% Rabatt. Es rentiert sich noch herzukommen und ich glaube, in einer Woche ist das alles Geschichte. Ja, und die Traditionswirtschaft Spöckmeier ist natürlich auch schon länger geschlossen, wird entkernt. Wie lange es noch dauert, wissen wir nicht. Also die Innenstadt in München wird immer ärmer.